Hi! Wir haben noch zwei Folgen, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Müsste 6 von 7 sein. Ich glaube, heute ist auch wirklich nicht so verkehrt, wenn ich pünktlich Feierabend mache. Feierabend. Damit die Person da drüben nicht so vereinsamt. Weiter haben wir es geschafft. Mal gucken, wie GTA dann am Sonntag läuft. Wegen meines Lovers, genau. Meine, wir knacken trotzdem die 3 Stunden auf jeden Fall. Also gut so. Ach, ich freue mich. Heute Stream ist echt gut. Läuft bisher sehr, sehr rund. Da, wenn wir den dritten Boss jetzt auch noch, naja, schaffen. Oder zumindest mal so ein bisschen mehr anfassen als sonst immer. Das ist doch schon sauber. War ich schon auf Klo? Nö. Ich war nur auf Klo. Würde doch niemandem raten, da jetzt rauf zu gehen. Vielleicht sollte ich erstmal das Item holen und dann versuchen, die zu plätten, damit ich dann irgendwann noch aufgeben kann, wenn ich keinen Bock mehr habe. Ja, okay. Dann ist auch ein Leuchtfeuer. Okay. Das war irgendwie fail. Frech. Fail. Ich wollte frech sagen, warum ich fail gesagt. Das ist ja alles merkwürdig da unten. Lalalala. Mit dem Leuchtfeuer war eine Lüge. Ich mag keine Lügen. Wir stehen bei dem Onkel da hinten. Das geht auch bestimmt auf, oder? Oh! Oh, Pling! Menschliche Abschaum darbieten. Ich bin mal erstaunt, wie lange ich durchgehalten habe. Aber wo ist denn der Ring da jetzt? Steht der da irgendwo rum? Warte mal, das kann ich ja kurz im Guide nachgucken. Ach, die droppen den auch scheiße, oder? Das ist schlecht. Ja, was ist schlecht? Da muss ich ja platt machen, ne? Naja, immer schon mal eine Trophäe. Ist auch schon mal schön. Hey, was leckt denn das hier gerade so rum? Was ist da los? Ja, die Welt wäre besser ohne Trophäen, das stimmt schon irgendwie. Oh
nein, ich glaube, ich bin beide geil auf mich. Das ist nicht gut. Das stinkt doch. Hast du getrunken? Ich weiß es nicht. Ich trinke mal. Mein Kakao ist alle. Spiel ruckelt gerade etwas rum. Und ich weiß nicht so ganz warum. Hätte ich so komisch gestorben, wenn das eine Mal da in der. Während ich eigentlich da gebetet habe und so ganz gut weggeglitscht bin. Das Spiel jetzt irgendwie denkt, alles ist kaputt. Alter! Was ist da los? Stopp it doch. Habe ich ja PS Plus? Ich kann PS Plus Trick benutzen. Könnte es aber auch lassen. Ich muss den, oh Gott, wie einen echten Boss behandeln. Gehen wir davon aus, dass sie nicht respawnen. Oh. Das ist gut. 12.000 Seelen. Okay. Nein! Oh Gott, weg! Jesus. Was? Alles klar! Die Frage ist, respawnt einer, wenn nur einer weg? Ich meine... Ihr wisst, was ich meine. Alles gut. Bin immer noch sehr froh über den Verlauf dieses Streams bisher. Und gleich kommt Jorn bestimmt und reißt mir richtig die Poperze auf. Aber ist dann auch okay. Dann reiße ich ihm beim nächsten Mal die Poperze auf. Das ist nicht so schwer. Das höre ich gerne. Aber angeblich sollten ja auch die Abgrundwächter nicht so schwer sein. That was a fucking lie. Okay, der bleibt tot. Das ist angenehm. So. Voller Heal, nur gegen dich. Bin doch erstmal entspannt. Aha. Digga! Ich habe meine Seelen nicht wieder aufgesammelt, ne? Scheiße. Ach, CQ. Egal, nicht so schlimm.
Beste Animation 2016. Mano, nie wählen weg. Wie viel Damage der macht, das ist halt wirklich insane. Macht Damage wie ein echter Boss. Die beiden zusammen hätten ein normaler Boss sein können. Wenn ihr mich fragt. Alter! Das war nicht mal ein richtiger Angriff, der hat sich einfach umgedreht so. Und dabei hat er Damage gemacht. Bald haben wir es. Das dauert halt viel zu lange. Holy shit. Ich dachte mal eben so ganz schnell abholen und ich sitze hier glaube ich auch wieder über 20 Minuten, aber egal. Ja, ärgerlich, dass ich die Seelen nicht mitgenommen habe. Die hätten mir echt nochmal schön Level up spendiert. Wobei die 12.000 plus vielleicht ein bisschen was schlucken. Reicht vielleicht auch. Dann kriege ich auch nochmal ein Level up. Das ist so. Hallo! Ey! Jesus! Ich krieg den nicht tot. Der Gegner fuckt mich gerade von allen, die ich heute hatte, am meisten ab. Und wir hatten zwei Bosse. Das ist so gefühlt so eine, einfach so eine Umdrehanimation und die killt mich halt schon. Sag mal! Der seinen komischen Blitzangriff macht, da kann ich ihn glaube ich gut angreifen. Meine Güte, Ring der Gunst. Danke. Das war ein nerviger Bastard. Ah, jetzt ist hier ein Leuchtfeuer. Das ist der Witz an der Geschichte. Okay, jetzt will ich nochmal eben bei ihm was darbieten hier. Wenn wir schon hier sind. Menschlicher Abschaum. So.
So. Dann nochmal kurz ein Level ab mir holen und dann geht's zum Boss, sofern der da jetzt auch bald mal ist. Welcome, House. Wie brauche ich denn genau 19.000 oder so? Ja. Farewell, Ashen One. Denke ich. Oh. Hier mal eine davon. Jo, fast perfekt. Nee, doch nicht perfekt. Ich kann nicht rechnen. Ich krieg das noch hin. Achso, scheiße. Bei uns waren sie Seelen fehlen. Ah. Hier, dann nehme ich jetzt die kleinste Seele, die ich da rumliegen habe. Nimm so 10 jetzt. Ha. So, was nehme ich denn überhaupt? Mehr Damage machen ist schon nett. So. Welches Level bin ich jetzt eigentlich mal so aus Interesse? Steht ja nicht. Doch, 58. 58. Okay, dann muss ich natürlich noch den Ring ausrüsten jetzt, ne? Der hier, glaube ich. Ja, ja, Ring der Gunst. Geil. Und kann ich jetzt vielleicht sogar noch einen ausrüsten? Ja, kann ich sogar wirklich. Aber nicht die, die ich will. Dammit. Blutungsresistenz. Ja, keine Ahnung, nehme ich halt den, ne? Naja. Mal kurz gucken. Mit DP Ausdauer maximale Belastung. Geil. Okay. Dann können wir jetzt zurück auf jeden Fall. So, genau, gottlose Hauptstadt. Alter, das hat nochmal fast die ganze Folge gedauert, um dieses Ding zu holen. Ach. Folge 7 von 7? Nee, noch nicht ganz. Ich will dieses Scheißvieh an. Ich hau einfach ab. Ich habe eine verrückte Idee. Ohne Handy ins Bett gehen. Krass. Ich glaube nochmal was Gutes, was ich auch brauche. Die droppen immer das gleiche, ich weiß. Oh nee, Alter. Schalten wir natürlich links für den Steuerkreuz, warum ist oben nichts? Ja, tut man und es ist links nichts, weil da Zauber sind und ich habe keine Zauber. Weil ich nicht mehr Zauber spiele, weil das cringe ist.
Will ich hier runterspringen? Kannst weitermachen. Danke. Ein Wunder, was mega ist. Oh scheiße, ist ja Sumpfkacke. Ja, es war eine schlechte Entscheidung von mir, doch noch den Luden mitzunehmen. Gib's ja zu. Ganz entspannt, ne? Bin ich denn hier jetzt schon wieder? Warum hänge ich jetzt in der Wand fest? Hey, wie hier ist nichts. Aua. Das war ein Clusterfuck und den habe ich wirklich nicht so ganz verstanden. Kann ja auch noch lang, ne? Oh Mann, warum ist denn der Weg noch so weit? Oh. Ich schaff's doch rüber! Hehe. Leon. Das bin ich. Hier war ich gerade. Siehst du die Statuen beim Weg nach oben? Nö. Ach, hier falle ich. Okay. Jetzt habe ich verstanden, wie das hier ist. Ganz langsam, alles seit der Welt. Ich sterb dann mal, ne? Ich schätze mal, da drin ist irgendwie ein Weg wieder weg von hier, weil man hier runtergefallen ist. Ach. Und das eklige Scheißviecher. Sie hat wirklich nichts, also keine Ahnung. Komische Faustgesichter. Keine Ahnung. Eine Tür gehört. Aber da kommt niemand. Ich schließe hier ab. Also welche genau meinst du? Ich starte beim Weg nach oben. Also die hier? Von, als ich eben wieder nach oben gelaufen bin? Komm ich da mal hin, so. Nee. Zartes Tragen. Mm.
wieder. Problem ist, der Kollege ein bisschen im Weg ist dafür. Da, wo du gerade bist. Weg nach oben. Was meinst du denn mit Weg nach oben? Hier gibt es keinen Weg nach oben, oder? Loch. Scheiße. Kommt man denn hier wieder raus, theoretisch? Das raff ich nicht. There's literally no escape. Ja gut, ich kann halt escapen hiermit, ne? Selbst wenn, wo muss ich denn jetzt lang? Das raff ich nicht irgendwie. Das ganze Gebiet ist sehr, sehr verwirrend für mich. Ja, der Respawner noch. Ja, aua. Also jetzt mal so ganz generell, wo muss ich denn hin jetzt? Hier gibt's ja irgendwie nichts mehr. Das verwirrt mich. Boah, ich muss auch immer wieder pinkeln, ey. Wo ich Dinge getrunken hab. Ich habe ja auch nie den Sprung. Hier vielleicht. Ich geh mal kurz pinkeln und beende die Folge. Tschö.